Ja, hallo, ich bin Robert, Koordinator des Berliner Jugendforums für die Stiftung Wannsee-Forum. Und ich habe eine Session jetzt gerade angeboten, eine Fortsetzung einer Session, die ich schon mal angeboten habe, die heißt die digitale Schwelle. Das heißt, der Frage wurde nachgegangen, wie eigentlich bestimmte Umstände, Strukturen, das heißt einerseits ein Überangebot an Online-Tools, andererseits mobile Endgeräte eigentlich beeinflussen, die Nutzung von E-Partizipation beeinflussen. Das heißt, es geht zum Beispiel um solche Fragen, wie haben alle Kids tatsächlich mobile Endgeräte, Computer, Smartphones etc. Dürfen alle Kinder tatsächlich Facebook benutzen? Ich hatte ein schönes Beispiel in der Session, da gab es die Neuwahl eines Kinder- und Jugendparlamentes, viele neue Kids dabei, teilweise unter 13 Jahre alt, wo die Eltern explizit verboten haben, dass die Kinder Facebook-Accounts haben. Damit ist die Absprache innerhalb dieses Kinder- und Jugendparlaments plötzlich viel schwieriger. Solche Fragen wurden behandelt. Wir haben so ein paar Online-Tools besprochen, ein paar Schwierigkeiten, ein paar Voraussetzungen. Was allgemein ganz gut angekommen ist, ist die Nutzung von Etherpads, weil jetzt auch einige einfach live sehen konnten, wie das in einem Barcamp funktioniert und vielleicht auch mal die Sachen für sich nutzen. Übereingekommen darin sind wir allerdings, dass die Nutzung von solchen Tools immer auch offline angeleitet und gezeigt werden muss, dass die Beziehungsarbeit und die emotionalen Gehalte bei Jugendarbeit nicht außen vor bleiben, sondern dass man das miteinander verknüpfen muss, sinnvoll miteinander verknüpfen und dass es da eigentlich auch Fortbildung der Multiplikatorinnen braucht.